Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warships. Ich habe endlich genug Kohle für dieses schmucke Schiffchen hier, die HMS Malta. Oh yeah. Ein Audacious-Träger. Also ist es wahrscheinlich, vermute ich mal. Ja gut, das ist Projekt für den Flugzeugträger. Ja, die Briten haben ja alle ungefähr quasi diesen Träger hier als Nachkriegsschiff. Und ja, die Malta, ein Stufe 10 Kohleträger, der zweite jetzt endlich nach der Immelmann, die vor gefühlt 10 Jahren rauskam, weil jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Und ja, eigentlich ein interessantes Schiff. An sich ist sie der Audacious sehr, sehr ähnlich, aber sie hat einmal jeweils sau viele Angriffsgruppen, das finde ich sehr, sehr geil. Die Flugzeuge starten extrem, also das werden wir gleich sehen, das ist sehr nice. Also sehr große Angriffsgruppen auf jeden Fall, typisch britisch, die Flugzeuge tanken extrem viel, sind aber leider nicht so schnell, weshalb ich dann den Speed ein bisschen geupgradet habe. Aber vor allem greift sie mit 5 Bombern an, die alle jeweils 2 AP-Bomben tragen. Nee, warte, doch, 2 AP-Bomben? Nee, stimmt, 4 AP-Bomben. Und also da regnen so viele AP-Bomben aufs Schiff, das ist geil, das gefällt mir, das werde ich mir ansehen. Vor allem, ich finde es auch lustig, dass hier steht Splitterbombe, dabei ist es eine panzerbrechende Bombe, aber egal. Ja, ich freue mich. Das auch, ansonsten, die Torps sind nicht schlecht. Das ist ein Torpedo mit 6000 Damage, das ist okay auf jeden Fall. Auch die Schlachtflugzeuge. Und die haben halt, es ist halt typisch britisch, so Spam halt mäßig, macht Schaden über Zeit. Außer halt die AP-Bomben, die sind halt, das ist halt geil. Ich freue mich da sehr drauf, bin ich ehrlich. Und ja, ich freue mich auf die Carrier. Was ich auch noch ganz interessant finde, ist, wenn ihr euch mal die neuen Carrier der Briten ansieht, also die Queen Elizabeth, ist, ja, müsste die Queen Elizabeth sein, die hat einen ähnlichen Deck-Layout, nur ein bisschen weiter weg. Da, hier ist die Brücke und das hier wird die Flugüberwachung sein und die hat das auch, dass hier hinten der Turm ist und hier vorne die Brücke. Also, lustig. Finde ich sehr interessant, dass das hier schon ein bisschen eingearbeitet wurde damals. Und ja, ansonsten, typisch britischer Träger, wie gesagt, die Verborgenheit ist okay, die Flugabwehr ist halt auch nicht so überragend für den Flugzeugträger, das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei den Herrschaften. Und, aber sie haben ein ziemlich gut gepanzertes Flugdeck, weshalb es ziemlich schwierig ist, die auf Long Range zu pennen, jedenfalls wenn sie horizontal einschlagen. Citadelle ist jetzt natürlich nicht so doll gepanzert und ist auch hier, wie typisch britisch, verdammt weit über der Wasserlinie. Aber horizontal ist das Ding wenigstens, beziehungsweise vertikal, also so. Ja genau, ist das Ding halt wenigstens sehr gut gepanzert. Ja, ich würde mal sagen, genug gequatscht und gehen wir rein. Viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit der Runde. Let's go! So, jetzt sind wir auch schon drin. Nur 3 Zerstörer, das ist sehr angenehm. Dabei leider eine Haarland dabei. Das ist nicht so angenehm. Aber, vor allem, wir sind Top-Tier. Das ist natürlich sehr bitter für die Schlachtschiffe. Ich kann schon mal hier einen etwas schwierigen Kurs für den Autopiloten setzen, dass er mich hinter die Insel verfrachtet. Aber ja, legen wir los. Gucken wir mal, ob sich dieses Schiff lohnt. So, schöne Flugzeuge hat sie auf jeden Fall schon mal. Gut, wir haben, ja, ordentlich Angriffsgruppen halt, wie gesagt. Aber ich schicke trotzdem mal eine zurück. Ich werde da eh wahrscheinlich am Anfang nur einen Angriff durchkriegen. Gott, die Flugzeuge haben so unendlich viel Leben. Das ist sehr, sehr nice. Wir können uns dann auch gleich die Fähigkeiten der Flugzeuge angucken. Ob die Torpedobomber zum Beispiel hier haben oder nicht. So, helfen wir schon mal ein bisschen dem DD hier, dass er vielleicht hier ein bisschen freie Hand hat. Ich glaube, meine Jäger sind schon an deren Jägern dran. Ja. Nice. Luftschlacht. Los. Sehr schön, meine Jäger haben gewonnen. Bringt zwar nichts, weil jetzt eh beide weg sind, aber egal. So, da ist die Monte auch. Bin im Flugabwehrfeuer, der hätte es gedacht. Haarland natürlich drin. Ich habe gerade keine Ahnung, wie lange die Flugzeuge schießen. Also wie lange die zum Schuss brauchen, das hätte ich mir vielleicht ansehen sollen. Oh, nice. Egal. Ich habe es getroffen. Ich bin zufrieden. Geil, Haarland, der ist 2300 gegeben. Schöner Start. Gott, das ist das für ein riesiger Torpedo. So, auch hier schön eine schön fette Angriffsgruppe. Ist immer einmal weg. Na, versucht die Monte da auf mich zu schießen? Ich glaube ja. Na gut, aber da ist es halt, das was ich meinte. Das Schiff
Hat eine sehr gute Deckspanzerung. So, halten wir die mal so mal noch ganz kurz offen. Junge, 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 da sind aber sehr viele Schiffe, vor allem die Harlan stört mich halt auch da an der einen Stelle. Aber die Marceau frisst schon mal sehr gut. Das gefällt mir natürlich. Und die Torpedobomber haben den Heal, sehr schön, gut zu wissen. Werde ich jetzt wahrscheinlich auch nutzen, weil ich hier ein absolutes Flugabwehrfeuerwerk reinfliege. Einziges, was mich gerade so ein bisschen stört an den Torpedobombern, ist der Kreis ist jetzt nicht ganz so eng, aber es sind doch vier Torpedos. Komm, eins, zwei. Komm, drei, komm, vier, vier, nur drei? Egal, nehme ich auch. Boah, der Kreis zieht sich aber schnell zusammen. Die Monte bietet sich an. Mal schauen, ob, die Abwehrbomben stark genug sind, um ein Schlachtschiff zu pennen. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ja, schade, schade, schade. Sie dreht ein bisschen raus. Nice, die Harlan ist tot. Oh mein Gott, geil. Ein Traum. Ein Traum. Das schlimmste Schiff für mich ist tot. Jawohl. So. Lass mich mal ansehen. Gut, ich hab zwar keine Zitadelle gepennt, aber hier trotzdem halt 7000 Damage reingegeben. Das ist jetzt natürlich nicht überragend, aber das ist halt so, die Masse macht's einfach. Irgendwas pennt halt trotzdem die, zwar nicht Zitadelle, aber halt die Aufbauten oder sowas oder halt das Deck. Da kommen halt trotzdem 7000 Damage bei rum. Ich mag es, diese massive Anzahl, aber ich hab's mir schon gedacht, dass die wahrscheinlich eher ein bisschen besser gegen Kreuzer sein werden, diese Bomben. Weil die wahrscheinlich einfach nicht so eine Pennleistung haben. So, die Jäger, da stürme ich jetzt allerdings gerade ein bisschen. Das Ding war so, versuchen wir es. Nice, hab sie sogar getroffen. Zweimal jetzt schon Zerstörer angeflogen mit den Schlachtflugzeugen, zweimal getroffen. Sehr cool. Ja, 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 chillt. Mein Gott, ich bin doch schon dran. Zehntausend, jawohl. Kein einziger Abpraller. Alles gepennt oder overpennt. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Dann holt euch mal die Monte. Kommt, Leute. Es wäre ganz praktisch, wenn sie jetzt sterben würde. Nice, sehr schön. Bitte. So, mal schauen, ob meine Jäger jetzt mal auch endlich mal ein bisschen was machen könnten. Und die Kuhfürsten da ein bisschen zu decken, da geht doch. Boah, das tut aber weh, ey, wenn du so viele Bomber verlierst als Japaner. Schon ein bisschen eine sehr, sehr starke Waffe für dich ist. Die Buffalo steht. Ich bin ehrlich. Das ist auch ein Radarschiff. Also auf jeden Fall auch ein Main-Ziel. Obwohl das heißt stehen, aber. Fährt halt auf jeden Fall rückwärts. Hier mal wieder ein bisschen hier. Standen wir mal wieder Schachflugzeuge. Nice, nice. Komm, noch ein Treffer. Schade, leider nein. Yeah, ich spotte euch die Maus so gleich wieder, keine Sorge. Freunde der Sonne. Aber da ist sie auch schon. Kommt schon, tötet sie, tötet sie. Schöne Treffer. Wird jetzt auf jeden Fall auch nochmal ärgern. Weil Marceau hat auch eine bessere Flugabwehr, als man denkt.
Nice, nochmal 1000. Nice, die Dawnskull ist tot. Ein weiteres relativ gutes Flugabwehrschiff ist gestorben. So, wieder einmal Bomber zurückschicken. Vernichtender Schlag sogar. Belastend für die Gegner. Das ist schon wieder Top-Bomber. Schalt auf die Amagi. Komm, Buffalo, wo bist du? Da bist du. Kacke, der Winkel ist schlecht. Der Winkel ist schlecht. Das ist ärgerlich. Egal, dann muss ich jetzt nur mal leben. Ach, die machst du schon wieder da am Arbeiten. Ja, nur 5000 leider. Schade. Ich war jetzt auch gerade dabei, dem Kuhfürsten ein bisschen Luftabwehrdeckung zu geben. Ich überlege, ein bisschen die Buffalo vielleicht auch anzufliegen halt wieder. Die Marceau ist sehr nah dran. Ja, aber die Gaming muss jetzt... jetzt müssen sie mir da helfen mit gegen die Marceau. Ich werde sie auch gleich nochmal spotten. Nee, die Buffalo bewegt sich. Das ist mir nichts. So, den Italiener ein bisschen zu ärgern. Vielleicht auch die Alaska, der etwas leichteres Spiel hat. So. Yeah, gleich. Will ich mir auch gleich erstmal verlegen. Das war ein böser Angriff. Das Geile ist, die Schlachtflugzeuge schießen wirklich, wirklich schnell. So, ich muss jetzt hier nur wirklich sehr, sehr schnell wegfahren. Weil das gute Stück wahrscheinlich getoppt hat. Schade, wir könnten die Runde echt verlieren. Tops auch schon. Ja, sieht aber ganz gut aus. Ich fresse jetzt nicht so viel, das passt schon. Das ist zwar weh, aber es ist okay. Ja, ist jetzt den Kurs jetzt wieder so. So, jetzt muss ich die Buffalo ja auch mal in der Mitte holen. Näher als gedacht. Muss der Gearing helfen, die hoffentlich am Leben. Gut, okay, ich halte sie doch nicht am Leben, weil sie hat nur noch 300 Leben. Shit. Komm schon. Ah, der Winkel geht. Keine Zeter. So ist es mit den Jägern. Mit den Schlachtflugzeugen. Ja gut, die Minete da oben schaffen sie wenigstens. Wir haben jetzt hier noch mal ein bisschen mehr Zeit. Ey, was mich aber echt positiv an dem Träger überrascht ist, die sind die guten Schlachtflugzeuge. Also gegen Zerstörer vor allem. Die schießen halt wirklich so richtig schön so wie frühere Schlachtflugzeuge. Und man kriegt die echt sehr gut raus, die Zerstörer mit den Dingern. Also wirklich, bin da sehr, sehr positiv überrascht. Das Ding hat wieder 17.000 Leben. Nicht gut.
Ja, 5000. Komm, 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 komm. Nice. Und dann hilft mir dann mein italienischer Freund da oben gerade, was mich sehr positiv schätzt. Nice, sehr schön. Ich muss auch raus. So, schafft ihr die Veneto da jetzt mal bitte? Bitte ohne einen Rahmen, danke. Die Brest, die Brest, die Brest, die Brest. Ich versuch's auf der Brest. Vielleicht kriege ich die gepennt. Ah ja, for playing it. Nice. Wenn ich Carrier stören, dann spielt das Spiel nicht mehr, mein Freund. War jetzt nicht gerade der beste Anflug, aber trotzdem 6000 Damage halt. Testen wir nochmal ganz kurz auf der Musashi die Bomber, weil ich glaube, was anderes geht jetzt eh nicht mehr. Ich einfach nur Damage jetzt noch kurz holen. Ja, auch schon wieder so sau viel Damage. Also, was heißt sau viel Damage? 7000 scheint jetzt nicht sau viel, aber es ist. Es ist Schaden halt, aber ich penne halt keine Zitas. Das ist halt so das Ärgerliche. Ich bin eh bald tot. Hoffe, dass ich da an der Insel wenigstens ganz gut gesichert stehe. Jetzt mal versuchen, den Musashi zu erwischen. Ey, wie gesagt, jetzt geht es mir auch eh noch um Damage. Runde ist eh durch. Die sollten alle vier sitzen. Boah, ob ich den Anflug hinkriege, ich weiß ja nicht. Ob das mit der Insel hier passt. Ah. Ja, aber sie kann leider reinlenken. Ein bisschen das Problem. Jetzt starten wir nochmal Bomber. Ich kriege ja halt dann noch irgendwie einen Zeter hin. Naja, immerhin einer. Und ich glaube, sie kann den Wassereinbruch nicht retten. Ne, kann sie nicht. Jawoll! Damage. Oh shit, ich bin offen. Scheiße. Bewegung! Ja, wahrscheinlich durch die Black. Der wird wahrscheinlich an mir sich an mich rangeschlichen haben, das kleine Ding. Na, vielleicht kriege ich den Kill sogar. Jawoll. Nee, da sehe ich so sehr rangeschlichen, hat sie sich nicht, nur sie ist ein A drin. Das reicht leider, um mich zu spotten. Gut, stellen wir uns nicht platt zu Richelieu. Ein bisschen so, das ist jetzt gerade übrigens nicht so ein Bombenanflug. Mit den Bombern, haha. Na, 8000, ist okay. Warum nebelt die Black? Ich bin nicht mehr spottet. Auch nicht mehr ganz so smart. Black. Hast du genebelt oder nicht? Nee. Doch. Nee, jetzt nicht mehr. Oder Nebel ist vorbei, ich weiß es ja auch nicht. Ich bin eh leider gleich tot. Also jetzt nochmal gerade mit dem Top-Bomber nochmal ein bisschen die Schlachtschiffe zu ärgern. Vielleicht kriege ich da nochmal ordentlich Damage drauf. Dann eher die Amagi. Da ist, glaube ich, noch der meiste Damage schon. Obwohl, die Brest steht da, glaube ich, ziemlich unvorteilhaft. Ich weiß es halt nicht. Gucken wir doch mal. Ich finde sie halt leider nicht. Ich will jetzt nicht über ihr landen und dann kann ich meinen Angriff nicht fliegen und kriege einfach nur verdammt viel Damage. Na gut, holen wir uns die Regisseur an. Ja, ein bisschen besser fliegen können.
Fall zwei mindestens, vielleicht sogar drei. Naja, drei Stück nehme ich auch. So, rauf auf die Amagi. Dann geben wir ja auch nochmal was mit. Schnell, wirklich, vielleicht bevor ich verrecke, weil dann wird es echt knirsch. Komm, 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 komm. Bitte! Jawohl. Ich habe die so nah dran gesetzt, weil ich Schiss hatte, dass ich sterbe. Und genau, weil dann hätten die Tops vielleicht nicht mehr getroffen. Egal, nice. Also klar, wir haben die Runde verloren, aber das ist egal. Aber, ich bin ehrlich, die Kiste gefällt mir. Ich war erst ein bisschen skeptisch, wirklich. Aber, direkt in der ersten Runde 170.000 Damage mit dem Carrier. Ich bin zufrieden. Nee, ehrlich, es ist ein cooles Schiff, ein cooler Träger. Was will man mehr? Mir macht die Kiste echt Spaß, wirklich. Also, cool. Einfach ein cooles Ding, wirklich. Also, ich finde sie besser als die Immelmann auch, weil beide sind schlichtweg Farmträger. Der hat einfach schön Damage Farm. Aber, mit diesen Schlachtflugzeugen hier kann man wirklich gut gegen Zerstörer arbeiten, weil sie sehr schnell anfangen zu schießen, was ich sehr nice finde. Und ja, es ist echt ein cooles Schiff. Die Bomber machen eigentlich immer Damage, obwohl es AP-Bomber sind. Es sind einfach sehr viele Bomben, die leider nicht ganz so eine hohe Pen-Wahrscheinlichkeit haben, wie man gesehen hat. Ich habe nicht eine Zita gegeben, aber habe halt die Aufbauten gepennt. Ich glaube, die sind doch nicht unbedingt dafür da, um Zitas zu geben, sondern eher einfach die Aufbauten zu pennen. Und ich hätte jetzt auch nicht so leicht gepanzerte Kreuzer. Habt jetzt auch nicht so oft. Ja, ich glaube, gegen leicht gepanzerte Kreuzer, wenn man die richtig trifft, können die echt Damage machen. Aber ja, die Top-Bomber haben mir auch gefallen. Eigentlich, ich bin zufrieden. Die Kiste ist gut, die Kiste ist geil, die Kiste macht Spaß. Was will man mehr? Was will man mehr? Der Carrier macht Spaß, meiner Meinung nach. Ist ein cooles Schiff, ich kann es nur empfehlen. Vor allem, wenn ihr diesen Spielstil mit langsamen Flugzeugen mögt, die verdammt viel aushalten und halt einfach viele Angriffsgruppen haben. Es ist so ein bisschen, finde ich, eine FDA für Kohle, meiner Meinung nach. Klar, die FDA hat HE-Bomber und ist bestimmt auch besser, also die Franklin D. Roosevelt. Aber trotzdem, wenn ihr jetzt nicht ganz so viel Stahl habt oder so und aber so einen Träger haben wollt, holt euch die Malte. Cooles Schiff, ich kann es nur empfehlen, ist zwar verdammt teuer für Kohle, aber mit Coupons dann wird das Ding ja auch nochmal ein bisschen billiger, ich habe es mir ja ohne Pukor geholt jetzt, aber trotzdem, sie ist cool, macht wirklich viel Spaß und ja, schaut euch das Video, da ist Twitch in die Playlist verlinkt und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, bis dahin habt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer und ja, tschüssi!